im Watt Analytics Video über Optimierung des Eigenverbrauchs von Photovoltaikanlagen. Mein Name ist Thomas Hutter-Ratik, ich bin Gründer von Watt Analytics und werde Sie in die Technologie zur PV-Optimierung einführen. Das Fraunhofer Institut hat in einer Studie herausgefunden, dass nur ein geringer Anteil der PV-Produktion von den Besitzern selbst verbraucht wird, so sie nicht gegen Maßnahmen zur Optimierung ergreifen. An der gelben Kurve sieht man den Eigenverbrauch von PV-Anlagen unterschiedlicher Dimensionierung. Bei einer 5 kW Peak-Anlage liegt er unter 30% und kann auf ca. 70% gesteigert werden durch die Nutzung von Batterien. Ebenso kann er gesteigert werden durch die gezielte Steuerung von Geräten. Und darauf möchte ich in diesem Video eingehen, insbesondere auf die Steuerung der Warmwasserspeicher, die mit PV-Strom auf 80 oder 85 Grad geheizt werden, wobei das Watt Analytics System dafür sorgt, dass sie nicht unter 60 Grad fallen in der Temperatur. Um dies zu erreichen, kommt der Watt Analytics IoT Hub, das kann der hier abgebildete Strato Pi oder ein Smart Pi sein, zum Einsatz zur Ansteuerung eines großen Wasserboilers, der auf drei Phasen 16 Ampere benötigt, kommt der Iono Arduino Wi-Fi zum Einsatz, der bis zu sechs Phasen mit jeweils 16 Ampere steuern kann. Für einen kleinen Untertischwasserboiler ist der Shelly Plug S ausreichend, der kann 10 Ampere Leistung schalten. Zunächst möchte ich auf die verbauten Geräte eingehen. Dies ist ein 200 Liter Austria Emeidl Wasserboiler, der im Ferienhaus installiert ist. Hier sehen wir das Bedienelement. Er ist auf maximale Temperatur eingestellt. Das Typenschild gibt uns darüber Auskunft, dass er pro Tag 1,25 Kilowattstunden abstrahlt. Das werden wir dann in den Daten sehen. Wenn dieser Boiler in einem nicht optimierten Betrieb im Einsatz ist, kann ein Tagesstromverbrauchs- und Produktionsmuster in etwa so aussehen, wie man es hier sieht. Dies ist der 28. Oktober des letzten Tages mit einer relativ moderaten PV-Produktion. Wir sehen, dass der Wasserboiler hier 1231 Wattstunden verbraucht hat, also in etwa dem, was angegeben ist. Und der PV-Eigenverbrauch lag bei 18% in diesem Fall, weil der Wasserboiler dann, wenn er genug abgekühlt ist, sich wieder aufheizt mit maximaler Leistung von rund 5500 Watt, braucht er dafür in etwa 20 Minuten. Die Solarproduktion kommt in diesem Beispiel aus einer 5 kW Peak Anlage, die Freifeld montiert ist, nach Südwesten ausgerichtet. Als PV-Wandler kommt ein Fronius Synomo zum Einsatz. Zum Zeitpunkt, wo das Foto gemacht wurde, hat der gerade 1394 Watt produziert. Kurz davor 1600, wie man hier auf der App von Fronius sehen kann. An Watt Analytics Komponenten ist hier ein Smart Pi verbaut, den wir hier im Sicherungskasten eingebaut sehen können. An diesen Fühlern hier sind die Current Transformer angeschlossen, hier die
Spannungsversorgung. Weiters ist hier ein IONO Arduino verbaut. Der hat, wie man hier sehen kann, sechs Relais. Drei davon sind hier in Verwendung und an denen ist der Wasserboiler angeschlossen. Der IONO Arduino braucht eine eigene Stromversorgung. Das ist dieses kleine Hutschinen-Netzteil hier. Sauber verbaut im Sicherungskasten sieht das dann so aus. Ausgehend von dieser nicht optimierten Situation im Oktober möchte ich Ihnen nun zeigen, wie das Watt Analytics System wirkt. Der Einbau erfolgte im November und wir sehen hier Daten vom 15. Dezember, der beinahe kürzeste Tag des Jahres, wo eine recht moderate PV-Produktion von bis zu 1000 Watt vorliegt. Der SmartPi ist mit dem Fronius integriert und greift von diesem im Sekundenintervall die Daten ab und speichert sie in der Watt Analytics Cloud. Des Weiteren steuert er die drei Relais, an denen der Wasserboiler hängt, über den Arduino Wi-Fi und erreicht damit das Einschalten des Wasserboilers und zwar nur der Phase 2, wo er den geringsten Verbrauch von ca. 690 Watt hat, gesteuert oder angepasst an die PV-Produktion. Das Watt Analytics-System erkennt, welche Geräte aktiv sind und wir sehen hier an dem kleinen Kreis, dass dies der Wasserboiler auf der Phase 2 ist, der hier 11 Minuten lang aktiv war, genau so lange, wie die PV-Produktion das zulässt. Hier zum späteren Zeitpunkt nach 11 und kurz vor 12 wurde er dann nochmal eingeschalten, um den Eigenverbrauch zu optimieren. Das Watt Analytics System zeigt dem Benutzer auch weiter unten die Statistik über seinen Eigenverbrauch hier von 51%, also verbessert von 18 auf 51 und auch die Detaildaten von PV-Produktion, Eigenverbrauch und Zukauf. Und was ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist, das Watt Analytics System erkennt, welche Geräte wie oft aktiv waren in diesem Beobachtungszeitraum hier der Wasserboiler auf den drei Phasen und der Kühlschrank, der sich fünfmal eingeschalten hat in dieser Periode. Nach dem 15. Dezember mit sehr moderater Produktion möchte ich Ihnen nun noch ein Beispiel vom 6. Februar mit einer größeren PV-Produktion zeigen. Der Wasserboiler hatte am Morgen, bevor der Sonnenschein beginnt, eine Temperatur von etwa 63 Grad, wie hier am Bild zu sehen ist. Und wir hatten einen wunderschönen Sonnenschein-Tag, der eine PV-Produktion bis zu 3600 Watt ermöglicht hat. Und wir sehen, dass der Verbrauch in der violetten Kurve recht schön der Produktion folgt. Wir wollen uns jetzt genauer ansehen, welchen Beitrag dazu die Steuerung des Wasserboilers geleistet hat. Und werfen dazu einen Blick auf die einzelnen Phasen. Die kann man hier ein- und ausblenden über diese Schalter. Wir sehen hier, dass die Phase 1 des Wasserboilers den höchsten Verbrauch einmal um die Mittagszeit aktiviert wurde und hier kurz davor. Die Phase 3. Da hängt Wasserboiler dran, der hier aktiv war. Man sieht es da unten an den roten Einschaltvorgängern.
nach 12 Uhr. Die anderen Verbraucher hier sind andere Geräte wie Waschmaschine und Geschirrspüler, die am Vormittag gelaufen sind, beziehungsweise eine elektrische Fußbodenheizung. Und der Jolly Joker quasi ist die blaue Phase mit den rund 690 Watt. Man sieht, dass da auch andere größere Verbraucher aktiv waren, aber der 600-700 Watt Verbrauch hier oft zu beobachten ist und durch dieses Zu- und Wegschalten eben der Gesamtverbrauch der Produktion nachgeführt wird. Im Gesamtergebnis führt das zu einem Eigenverbrauch an diesem Tag von 83% und das ohne, dass hier ein Solarspeicher zum Einsatz kommt. Man sieht schön, dass man hier mit einem moderaten Solarspeicher 100% Eigenverbrauch gut erreichen kann. Die restlichen 15% würden in einen Solarspeicher überführt werden. Das waren in diesem Fall 2,3 Kilowattstunden. Der grüne Balken hier, der produziert, aber nicht verbraucht würde und kann dann in der Nacht wieder verbraucht werden. Wir sehen hier herunten in der Liste auch die Geräte, die hier ebenfalls noch aktiv waren. Der Wasserboiler hat 5 Kilowattstunden verbraucht, ca. 40% des Gesamtverbrauchs. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Kühlschrank waren hier ebenfalls aktiv. Und dies hat zu einer Erwärmung des Wasserboilers über den Tag geführt. Die sehen wir hier im Vergleich um 14 Uhr, wo der meiste Sonnenschein schon vorbei war, lag die Wasserboilertemperatur dann bei 78 Grad. Nun möchte ich noch auf die technischen Grundlagen der Wasserboilersteuerung eingehen und diese anhand dieses Schaubilds einer Simulation erläutern. Wasserboiler können mit dem Watt Analytics System in drei verschiedenen Konfigurationen gesteuert werden. Einerseits im einfachsten Fall ohne Temperaturkontrolle, so wie wir das bei dem vorigen Beispiel von dem Austria Mile Wasserboiler gesehen haben. Des Weiteren, wie es hier simuliert ist, mit einer Rückrechnung der Wasserboilertemperatur aus den Schaltereignissen und deren Amplitude. Zu diesem Zweck geht die Wasserboilersteuerung so vor, dass sie ohne Solarproduktion durch kleine Einschaltvorgänge von 10 Sekunden prüft, wie hoch die Amplitude des Stromverbrauchs ist und über den Temperaturkoeffizienten des Heizstabes rückschließt auf die Wassertemperatur. Wir sehen die Wassertemperatur hier in dem Beispiel startend bei 60 Grad. Sobald die Solarproduktion hoch genug ist, wird dann die erste dieser drei Phasen, die kleinste, zugeschaltet. Hier zu diesem Zeitpunkt wechselt der Optimizer dann zwischen der Phase 2 mit 600 Watt und einer der großen Phasen mit 2400 Watt. Hier haben wir einen flachen Anstieg der Temperaturkurve auf ca. 65 und in dieser Phase, wo zuerst eine der starken Phasen und dann die starke Phase plus die
600 Watt Phase gemeinsam aktiv sind, ein starkes Weiteransteigen der Temperatur bis auf den Maximalwert von 85 Grad, wo dann der Thermostat des Wasserboilers abriegelt und obwohl der Wasserboiler weiter Strom bekommen würde, er ihn nicht aufnimmt und die Temperatur dann langsam aufgrund des Abstrahlwertes wieder absinkt. Wenn die Temperatur unter die Hysterese des Thermostats absinken würde, sodass der Wasserboiler wieder Strom zieht, würden wir auch am Nachmittag und Abend dann diese Kontrolleinschaltungen beobachten können, um zur Prüfung der Wassertemperatur. Zum Abschluss möchte ich noch auf die Möglichkeiten, die Wassertemperatur aus dem Stromverbrauch abzuleiten, näher eingehen. Wir haben dazu Versuchsreihen mit drei unterschiedlichen Wasserboilern verschiedener Hersteller, Größe und Alters vorgenommen. Zuerst hier ein Tirolia 120 Liter. Das Modell ist über 30 Jahre alt. Wir haben dazu in der Testanordnung kurz hintereinander Einschaltvorgänge von jeweils circa 10 Sekunden vorgenommen und dann mehrere Parameter der Einschaltflanke automatisch vermessen. Das macht das Watt Analytics System mit jeder Einschaltflanke. Insbesondere ist hier die Amplitude in Watt zu heben. Diese wird als Mittelwert der letzten 3 Sekunden vor dem Ereignis und abgezogen vom Mittelwert der ersten 3 Sekunden nach dem Ereignis errechnet und ist damit ein relativ stabiler Wert, der aus jeweils 12 Samples gemittelt wird. Des Weiteren haben wir auch noch den Parameter Local Max Watt, also das lokale Maximum der Einschaltkurve hier ausgewertet. Den Offset, den dieses lokale Maximum hat in Millisekunden vom Beginn der Flanke und die gesamte Flankenlänge bis zu dem Zeitpunkt, wo das Signal wieder gesettelt ist. Bei dem Tirolia Boiler kann man hier beobachten, dass bei kaltem Wasser ca. 30 Grad die mittlere Wattverbrauch bei 2010 Watt liegt. Bei 75 Grad heißem Wasser haben wir hier 1969 Watt beobachtet, also eine Differenz von ca. 40 Watt oder 2% bei einer Standardabweichung von 13 bzw. 14 auf dem Sample. Mit dieser Abweichung hier lässt sich ein gewisser Rückschluss auf die Temperatur vornehmen, aber wie man aus der Steuerung der Messwerte sieht, kein sehr präziser und ob der für eine zuverlässige Steuerung ausreichend ist, wird in den Feldtests zu prüfen sein. Als zweites Gerät haben wir einen AEG-Kleinspeicher getestet, hier mit drei verschiedenen Temperaturen, kalte Temperatur mit ca. 20 Grad, wo wir 1973 Watt vermessen konnten. Mit der Mittelstellung rund 60 Grad waren das 1964 und mit der heißesten Stufe rund 80 Grad 1956. Man sieht hier, dass eine Differenz von kältester Temperatur bis zur heißesten von nur 17,7 Grad vorliegt, also 0,9%.
Das ist schon sehr nahe an der Messungenauigkeit dieses Verfahrens und damit alleine schwer für die Steuerung nutzbar. Bei den anderen Werten wie Local Max Watt, Local Max Watt Offset und Duration können wir keine Korrelation von der Temperatur zu diesen Werten beobachten. Die dritte Testreihe haben wir mit dem modernsten und größten Boiler vorgenommen, ein Austria Email 200 Liter Boiler. Dort ist es so, dass wir auf den drei Phasen hier diese Messwerte messen konnten, und Sie sehen schon an der Grafik, dass die Werte im kalten Zustand und im warmen Zustand um den gleichen Wert streuen. Das gilt sowohl für Phase 1 als auch für Phase 2. Auch bei Phase 3 würde ich das so interpretieren, dass da kein signifikanter Unterschied vorliegt. Man kann dies auch optisch an den Einschaltkurven der drei Geräte beobachten oder den Heizvorgängern, die so aussehen, dass der Austria Email Boiler eine mehr oder weniger komplett konstante Leistungsaufnahme hat, die auch keine ausgeprägte Spitze am Beginn hat, wohingegen der Tirolia einen deutlichen Abfall von 40, 50 Watt während der Heizphase hat. Ähnliches beobachten wir hier auch bei dem AEG 5 Liter Boiler. Eine mögliche Interpretation dieser Daten wäre, dass das modernste Gerät, der Austria Email, ist nur 4 Jahre alt, die zwecks Korrosionsschutz eine sehr gute Isolation zwischen dem Heizdraht und der umliegenden Metallhülle hat. Damit wird auch in der technischen Beschreibung des Boilers geworben. Die wird natürlich auch sehr stark thermisch isolieren und damit ein Einwirken des Wassers von außen auf den Heizdraht nahezu verhindern. Bei den älteren und billigeren Modellen dürfte das noch nicht in dieser Form der Fall sein. Es besteht also die Möglichkeit, dass bei manchen Geräten hier ein Rückschluss aus der Wattleistung auf die Temperatur möglich ist. Ob die genau genug ist und wie signifikant die ist, wird im Feldversuch zu zeigen sein. Wir würden jedenfalls empfehlen, hier auch IoT-Geräte zum Messen der Wassertemperatur und eventuell der Abflussmenge aus den Boilern zum Einsatz zu bringen, um mit mehreren Signalquellen hier im Endeffekt zu einer zuverlässigen Steuerung zu kommen. Damit beende ich diese Videosequenz, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen und auf Wiederhören.